Wir wollen das Ganze jetzt nochmal abschließen mit einem Abschlusspanel, nochmal die ganze Geschichte zusammenbitten. Und dann würde ich die Generalsekretärin der SPD, Frau Barley, Katharine Barley, nochmal hier aufs Podium bitten. Auch Lars Klingbeil, Andrea Nahles und Karl Lauterbach. Wir setzen uns einfach hin, ja genau. So. Frau Barley, viele haben sich ja auch die Frage gestellt, wir haben es am Anfang gesagt, das ist der Auftakt von mehreren Programmkonferenzen. Wie geht es weiter, bevor wir hier ein Resümee ziehen? Ja, das war der Auftakt, aus dem wir auch lernen. Also ich habe mir das alles jetzt sehr, sehr genau angeguckt und wir haben ja jetzt noch 3 Programmkonferenzen vor uns. Nächste Woche zu Europa, dann zu, also in Berlin am 2. Juli, am 9. Juli zu gesellschaftlicher Zusammenhalt und Teilhabe in Nürnberg und dann nach der Sommerpause im September noch zur Familie in Hamburg. Und ja, aus jeder dieser Programmkonferenzen, auch aus dieser, nehmen wir die Ergebnisse mit in den Programmprozess. Aus dem Grund haben wir natürlich die Leitungen der Perspektivarbeitsgruppen zu Workshop-Leitern gemacht, damit die also auch direkt das Feedback, was kommt, in ihre Arbeit einbeziehen können. Wir werden die Ergebnisse dieser Konferenzen auf spd.de einstellen und ja, der Vorwärts wird darüber berichten. Also wir werden über verschiedene Quellen die Infos auch wieder zurückgeben, aber das Wichtigste für uns ist natürlich, dass die Arbeit, dass es in die Arbeit der Perspektivarbeitsgruppen einfließt. Dafür machen wir ja das Ganze, was dann nachher am Ende ins Regierungsprogramm einmündet. Das klingt alles ein bisschen kompliziert. Es ist auch das allererste Mal, dass wir sowas machen. Also es ist schon auch Neuland ein Stück weit, ja, dass wir unser Regierungsprogramm wirklich mit einer breiten Beteiligung erarbeiten. Das war jetzt ein Schritt, es werden noch weitere Folgen, aber darüber werdet ihr auch alle noch weiter informiert werden. Damit wir nochmal Klarheit schaffen, hier sitzen auch alles sozusagen auch Sprecher von Perspektiv-AGs. Das ist vielleicht auch nochmal ganz sinnvoll, damit man das für den Programmprozess auch zuordnen kann. Lars Klingbeil, netzpolitischer Sprecher ja der Bundestagsfraktion, Leiter der Perspektiv-AG Arbeit, Digitales, Aus- und Weiterbildung, Rente, zusammen mit Frau Nahles auch. Ja, das geht. Wir haben das hätte ich jetzt auch fast gedacht, Arbeit, Digitales, Aus-, Weiterbildung, Rente, nach dem Motto, noch Fragen. Bleibt da noch irgendwas übrig für die anderen, bleibt aber. Karl Lauterbach ist nämlich Leiter der Perspektiv-AG Neue Gerechtigkeit und Sozialstaat. Also es geht auch irgendwie weiter. Und wenn ich bei Ihnen bin, interessiert uns natürlich auch, in dem Workshop, in der Runde, in der Sie waren, was haben Sie denn da mitgenommen? Was hat Sie überrascht oder vielleicht auch, was hat Sie nicht überrascht? Also zunächst einmal haben wir uns religiös an die Vorgaben von dir gehalten. Aber auch zuerst war ich da sehr skeptisch übrigens. Ich habe gedacht, das kommt zu nichts. Aber es war nicht so. Es war sehr interessant. Es war richtig, hat gewirkt. Also wir sind wie folgt vorgegangen. Ich habe kurz beschrieben, was wir machen. Ich leite diese Arbeitsgruppe hier zusammen mit Ralf Stegner, von dem ich herzlich grüßen soll heute. Konnte heute nicht da sein. Und wir haben dann in den Vordergrund gestellt, was sind erstens die thematisch wichtigsten Sachen für die Bereiche, für die wir zuständig sind. Wir sind ja für Arbeit und Rente nur marginal zuständig in Abstimmung mit der Arbeitsgruppe von Andrea, schwerpunktmäßig für Gesundheit und Pflege. Und da also wollen wir erstmal abschichten, was sind die Dinge, mit denen wir unbedingt in den Koalitionsvertrag wollen. Also wir hoffen ja, dass wir sagen mal, egal mit wem wir regieren, aber dass wir wieder regieren. Die SPD ist ja keine Oppositionspartei. Und daher habe ich in den Vordergrund gestellt, wenn wir regieren, was ist etwas, womit wir sagen mal nicht in einen Koalitionsvertrag gingen, es sei denn, das ist drin. Das haben wir letztes Mal beim Mindestlohn gemacht, das war sehr wichtig. Da haben wir viel erreicht. Das hat Andrea damals angeschoben. Andrea hat damals diesen Prozess angeschoben, ohne Mindestlohn kein Koalitionsvertrag. So haben wir diesmal, also sozusagen, habe ich die Frage gestellt, was wäre für euch das Wichtigste? Und zum Zweiten haben wir dann über bestimmte Punkte gesprochen. Ich habe das Thema Bürgerversicherung dargestellt, was das für uns also für eine Bedeutung hat. Ganz kurz, also das Ergebnis war in unserer Gruppe, war ganz klar die Forderung, und das ist auch eine Forderung, die ich übrigens von Herzen mitteile, die ich auch richtig finde. Kein Koalitionsvertrag, egal mit wem, ohne Bürgerversicherung. Kein Koalitionsvertrag ohne Bürgerversicherung.
Das nehme ich hier mit. Und das Zweite, ich kann dir eine Sache verraten. Also die Leute wollten ja wissen, was macht ihr da? Unsere Arbeitsgruppe hat 17 also Leute. Wir arbeiten ohne Papier, nichts dringend nach außen. Aber ich habe eines verraten. Und zwar werden wir die Bürgerversicherung umbenennen. Wir nennen die nicht Bürgerversicherung 4.0 oder was weiß ich und so. Aber es wird einen ganz anderen, alten, altmodischen Namen geben, der aber den springenden Punkt im Namen schon trägt. Nämlich, wir werden eintreten für das neue Konzept der paritätischen Bürgerversicherung. Keine Bürgerversicherung ohne Parität. Ja, das sind die Ergebnisse, wie man so sagen würde im Rheinland, die Ergebnisse in einer Nussschale. Ich darf mich ganz herzlich für die super Diskussion bedanken. Das war echt für mich auch hilfreich. Ich habe den Stoff notiert und habe das, was auf den Tischdecken drauf stand, habe ich abgeschrieben. Somit es geht nichts verloren und wir werden das in unserer Arbeitsgruppe, werden wir es im Detail zu diskutieren wissen. Dankeschön, Karl Lauterbach. Ich glaube, wir möchten nochmal auf die Nussschale zu sprechen kommen, nicht? Ja. Weil das war ein spezielles Konzept auch. Wie ging es Ihnen damit? Also dieses war ein Café. Ich war zuerst völlig skeptisch. Ich dachte, das wird nie funktionieren. Du siehst mir das nach. Ne? Dann hast du mich erneut eines Besseren belehrt. Ne? Aber wir haben das wie folgt gemacht. Helga Kühn-Mengel, die also das mit mir gemacht hat gemeinsam, wo ich das Privileg hatte. Wir haben aufgeteilt in zwei Bereiche, Prävention und sagen wir Finanzierung. Sie hat die Prävention gemacht und ich die Finanzierung. Dann sind die Leute sozusagen von der Hälfte des Raums in die andere Hälfte zur Mitte gewechselt, haben die wichtigsten Punkte auf die Tischdecke geschrieben und da zusätzlich den allerwichtigsten Punkt auf ein gelbes Blatt. Und dieses gelbe Blatt habe ich dann nachher eingesammelt und daher habe ich das eben so zusammengefasst, wie es das gelbe Blatt gab. Und wir sind von Tisch zu Tisch gelaufen. Das ist ungefähr das Format. Können wir auch die Tischdecke haben? Die Tischdecke haben wir, die liegen da ja noch rum, die Tischdecken. Aber das Wichtigste hat man ja blitzschnell abgeschrieben. Aber was für mich interessant war, war, dass tatsächlich das, was am wichtigsten ist und was die Leute unbedingt wollen, dass sich das von Tisch zu Tisch doch sehr glich. Das hat mir nochmal eine Einsicht gegeben, das ist tatsächlich so. Die Bürgerversicherung als paritätische Bürgerversicherung ist etwas, ohne welches wir uns wahrscheinlich nicht leisten können und auf jeden Fall nicht leisten sollen, nochmal in eine Regierung einzutreten. Katharina Barley, Sie experimentieren ja auch ganz offen damit. Wie geht eine Partei, also auch ein Vorstand, eine Programmkommission mit Diskussionskultur um? Da kann man ja viele Modelle wählen. Sie haben gesagt, Sie probieren das aus. Genau, wir haben gesagt, wir probieren das aus und wir haben uns sozusagen die härteste Nuss dann vorgenommen, nämlich Karl. Er schüttelt immer noch den Kopf. So ganz um das World Café auszuprobieren. Das ist ja kein ganz neues Format in der Partei. Ne? Wir machen das ja öfter, aber wir haben heute unterschiedliche Formen der Beteiligung eben gesehen. Wir meinen das wirklich ernst. Ne? Ich finde, Karl hat das super dargestellt. Es geht ja zum einen darum, zu identifizieren, also den ganzen Sachverstand so aus der Partei auch mitzunehmen, ne, den Input mitzunehmen, den unsere 440.000 Mitglieder hier haben. Das ist ein gewaltiger Schatz, den wir da haben. Aber es geht eben auch darum, deswegen finde ich das so instruktiv, was Karl sagte, wenn wir sehen, wir haben, wie viele Tische hattet ihr? 8, glaube ich, ne? 8 Tische und man stellt fest, bei denen kommt immer ungefähr das Gleiche raus. Das ist ja für uns auch wichtig, dass wir dann wirklich sehen, so tickt dann wirklich die Partei. Also da haben wir die Partei auch hinter uns, wenn wir diese Themen als unsere Kernthemen nach vorne setzen. Und darum geht es im Prinzip in diesem Beteiligungsprozess. Kommen wir zu den anderen auch noch. Frau Nahles, da war es ein anderes Konzept. Das waren sehr viele Fragen, aber es waren Fragen, die... Ja, was hat Sie da am meisten überrascht eigentlich bei diesen Fragen? Das war der Workshop 4, wo es ja leider um Familienarbeit, Vereinbarkeit, also eigentlich Ihre Baustellen auch ging, ne? Ja, am Anfang hatten wir gefragt, sollen alle aufstehen, die mehr arbeiten wollen, die weniger arbeiten wollen, die gleich arbeiten wollen, also von der Zeit. Und mich hat leider überhaupt nicht überrascht, dass ganz viele aufstanden, um mehr arbeiten zu wollen. Da konnte man ja jetzt sagen, Mensch, das ist ja überraschend, eigentlich tendiert man doch eher dazu, ein wenig weniger zu wollen. Aber das war dann, da kam auch ein Zwischenruf direkt aus unserem Auditorium, Teilzeit. Und damit waren wir direkt mitten im Thema. Einfach durch diese ganz simple Sache, einfach mal die Leute am Anfang eine Frage zu stellen, das hat das Ganze auch geöffnet, auch für das Thema.
Und da kamen wir dann ganz schnell zu dem Punkt, dass viele in der Teilzeitfalle stecken, dass sie ihre Arbeit nicht so legen können im Tagesverlauf, aber auch im Laufe eines Lebens, wie sie es brauchen. Es gibt nämlich Phasen, da kann man reinklotzen. Es gibt Phasen, da hat man Familie, da wird es eng. Man hat wieder eine Phase, wo man wieder reinklotzen kann. Und dann kommt man in eine Phase, wo man denkt, ich würde gerne, aber ich kann nicht mehr so und würde lieber weniger machen. Und das ist in Deutschland so in der Form für viele nicht machbar. Und speziell bei Frauen gibt es noch dieses Einschließen in der Teilzeitfalle. Und das haben wir dann sehr stark herausgearbeitet. Und ich glaube, es gibt einen großen Wunsch, nachdem wir 15 Jahre Flexibilisierung hinter uns haben. Es gibt kein Land auf der Welt, wo wir mehr Arbeitszeitmodelle haben wie in Deutschland. Aber was wir feststellen müssen, ist, die Menschen, wenn wir eine Mitgliederbefragung à la IG Metaller gemacht haben, sagen wir, ich habe aber selbstbestimmt zu wenig Chance, darüber mitzuentscheiden, wie es denn flexibilisiert wird. Dass Flexibilität von Arbeitgeberseite gebraucht wird, unbestritten, aber sie wird auch zunehmen, wenn man sich das Management in den Familien anguckt. 72% der Frauen arbeiten mittlerweile, dann brauchen die auch mehr selbstbestimmte Zeit, die sie planen können. Und das haben wir noch nicht geschafft. Und das ist eine große Auseinandersetzung. Da waren wir uns einig, dass das einer der Kernthemen ist für die nächste Wahl. Die Zeitfrage, die Zeit für Familie, mehr selbstbestimmte Zeit, Zeit auch für Pflege. Und wir nennen das Wahlarbeitszeit. Und das ist ein Kampfbegriff, ehrlich gesagt. Das kriegen wir nicht im Spaziergang, wenn wir dahin wollen, dass wir diese Zeitfenster wirklich für die Beschäftigten auch aufschließen. Und es gab dann natürlich, wie das halt in dem Sozialbereich häufig ist, auch noch einzelne Themen, Integration von Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt, da haben wir uns auch ein bisschen gefetzt mal. Dann ging es um die Frage auch der Chancen von Menschen mit Behinderung und da haben wir auch einige Betroffene gehabt, die sehr eindrücklich nochmal geschildert haben, wie schwierig es ist für Menschen mit Behinderungen. Ich bin sehr froh, dass die Wirtschaft insgesamt sich da öffnet, also die Verbände, wir arbeiten auch mit der BDA sehr intensiv zusammen, dass wir gucken, dass wir wirklich mehr Unternehmen, es gibt 39.000 Unternehmen in Deutschland, die noch niemand mit Schwerstbehinderung beschäftigen, dass wir die Zahl verkleinern gemeinsam, aber auch mit dem Budget für Arbeit, was jetzt im Bundesteilhabegesetz jetzt neue Chancen auf den Weg bringen, das nur mal als einige der Beispiele, also ich persönlich fand es anregend und gerade diese Frage der Zeit, dass die Menschen auch Schutz und Selbstbestimmung wollen in einem Arbeitsmarkt, der sich verändert, der sich digitalisiert. Das waren so bei uns die zentralen Themen. Und die SPD hat Lob bekommen. Ja. Wir haben eine strahlende Ministerin. Ja, nein, und der Punkt, aber nicht global, Leute. Es war nur an einer Stelle, machten wir uns nichts vor. Ja. Nicht, dass wir denken, dass hier nicht die Bäume in den Himmel wachsen bei den Ministern, um Himmels Willen. Was ich aber schon sagen wollte noch, was mich nicht überrascht hat, aber doch wichtig ist zu erwähnen, die Ambivalenz. Wir haben Leute gehabt, die sehr deutlich thematisiert haben, gerade für junge Menschen, viele 50% bekommen erstmal nur einen befristeten Vertrag. Da hast du irgendwo keine Planungssicherheit. Und dann soll die für die Altersvorsorge sorgen, aber wenn du jahrelang in solchen Befristungen feststeckst, das ist ein Problem. Genauso wie die Frage, was machen eigentlich Selbstständige? Viele der Arbeitsschutzregeln, die wir haben, die wir zusammen mit den Tarifpartnern, wir haben ja die Betriebsräte und die Tarifpartner dabei gehabt, errungen haben, gelten aber gerade für Selbstständige nicht. Und es wurde sehr stark von dem Speditionsbereich Logistik, die Fahrer, die da die Päckchen austragen in einer Konsumgesellschaft, die immer mehr online macht, ist das ja eine wachsende Branche mit immer schlechteren Arbeitsbedingungen. Und von daher war das eben auch die Digitalisierung mit ihren Chancen, aber auch mit dem dringenden Bedürfnis, dass wir auch da Schutz schaffen, Flexibilität nicht ohne Schutz. Dankeschön. Und vielleicht noch ergänzend dazu. Das ist vielleicht ganz wichtig, weil es sind ja auch viele Fragen, was wir anfangs schon gemerkt haben, die auch von außen kamen. Es ging ja ein Aufruf auch per E-Mail raus, teilzuhaben. Diese Sachen gehen natürlich nicht verloren. Ich glaube, das ist mal an dieser Stelle vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, Frau Barley, dass wir das ja alles sammeln. Auch die Karten, die ich alle in der Hand habe, die wandern nicht in den Papierkorb. Genau. Nur also ganz nochmal vielleicht. Wir machen das Ganze ja jetzt nicht, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern wir machen das Ganze wirklich, um
ja, das einzusammeln, was ich eben beschrieben habe. Und es wird auch noch weitergehen. Also wir werden auch noch Online-Beteiligungstools nutzen im Laufe der Zeit. Wir haben ja noch Zeit bis nächstes Jahr im Mai, bis das Regierungsprogramm endgültig fertig werden muss. Wir werden all diese Ergebnisse zusammenführen in einer ganz großen Konferenz, in der Modernisierungskonferenz 29. 30. Oktober. Also es wird noch, wer heute nicht zum Zuge gekommen ist, kann sicher sein, die Frage oder die Anmerkung oder der Beitrag geht nicht verloren. Also es geht wirklich alles ein und das hört sich unheimlich aufwendig an und das ist es auch. Aber ich glaube wirklich, dass es am Ende des Tages unsere Arbeit besser macht, weil wir sind hier ja in der Fraktion 193 Leute und wie viele Ministerinnen und Minister haben wir? 7? Richtig fähige Leute, aber die haben natürlich nicht alle Erfahrungen, nicht, also ich meine, ihr alle hier habt, bringt Erfahrungen aus eurem Leben mit, die wir einfließen lassen sollten und ich finde diesen Prozess super, ich mache den wahnsinnig gerne und ich möchte mich an der Stelle auch mal bei allen bedanken, die zum Teil von weit her angereist sind, um sich hier einzubringen. Wir haben nochmal nachgezählt, nicht? Ich musste gerade auch einen Moment überlegen und nochmal nachzählen. Ja? Aber es stimmt, es sind 7. Lars Klingbeil, was haben Sie, wenn wir beim Zählen sind, wenn Sie alles aufzählen, was Sie mitgenommen haben am Ende des Tages? Ich glaube, also wichtigster Beschluss bei mir in der Arbeitsgruppe war, dass wir zu wenig Minister haben und daran arbeiten müssen, dass es noch mehr werden. Nein, also wir hatten echt eine spannende Diskussion mit ganz viel Beteiligung. Katharina, es ist wichtig, dass du gerade nochmal gesagt hast, die Diskussion geht weiter, weil ich glaube, wir haben es gerade mal geschafft, 60% der Wortmeldung abzuarbeiten. Also ganz viele konnten sich nicht einbringen, aber es war eine sehr nach vorne gerichtete Diskussion. Ich sage das mal hier ganz offen, das erlebt man nicht immer in der SPD, dass man eher nach vorne guckt und fragt, wie können wir was gestalten. Also das war wirklich gut. Und es war ähnlich wie Andrea, wie bei euch in der Diskussion. Wir haben auch über Zeitflexibilität geredet, aber auch über Ortsflexibilität. Also was können wir eigentlich in Deutschland machen, damit Menschen stärker mobil arbeiten können? Wenn man sich das europäisch anguckt, dann haben wir 15%, die Homeoffice machen. Das ist in anderen europäischen Ländern viel, viel mehr. Das ist eine Aufgabe für die Politik. Die erste Frage bei uns kam von einem 12-Jährigen, der gesagt hat, was könnt ihr machen, um die Schulen besser sozusagen auszustatten, damit wir auf die digitale Welt vorbereitet werden. Da ist aber auch deutlich geworden, ich will das hier sagen, dass es ein Misstrauen gibt in Politik, ob man das wirklich hinkriegt, die Schulen anders zu gestalten. Weil, glaube ich, jeder Politiker auf Bundesebene sagt, da muss was passieren. Wir haben da aber ein bisschen gebundene Hände und Hubertus Heil und ich haben für die Fraktion nochmal deutlich gemacht, wir wollen an diesem Thema wirklich arbeiten. Der Bund muss da mitreden, wir müssen die Schulen besser ausstatten. Das fängt bei technischer Ausstattung an, geht aber bis hin zur Lehrerausbildung und die Frage, muss man eigentlich noch Schulbücher haben oder kann das nicht alles auf dem Tablet? Also da haben wir drüber diskutiert, da gab es kritische Stimmen, da gab es unterstützende Stimmen, ist noch nicht zu Ende die Diskussion, aber war ein wichtiger Punkt. Und dieser Bildungsaspekt zog sich dann noch weiter in die Weiterbildung. Also was können wir eigentlich machen, um sagen Menschen nicht erst dann zu unterstützen, wenn sie in die Arbeitslosigkeit gekommen sind, sondern vorher schon einzugreifen, also präventive Unterstützung, auch Umbau der Agentur für Arbeit. Und dann letzter Punkt, wir haben über Plattformen geredet, also was ist eigentlich die Rolle von Plattformen, Uber als Beispiel oder andere Plattformen, die Dienste vermitteln. Da gab es eher eine Stimmung, dass man sagt, man muss in die Verantwortung stärker reinziehen. Dankeschön, das Ergebnis aus dem Workshop. Und ich glaube, wir machen jetzt einfach mal einen tiefen Atemzug. Ich glaube, wir haben unglaublich viel mitgenommen. Es ist irgendwie auch so ein bestimmter Grad an Erschöpfung erreicht, was ja auch positiv sein kann. Man kann ja auch erschöpft sein von Dingen, die einen wahnsinnig interessieren. Und viele Leute müssen jetzt auch noch einen Zug kriegen, weil sie auch in Beruf und Familie vereinbaren müssen oder in den Flieger wollen. Aber ich möchte doch das Panel hier nicht rauslassen, ohne noch eine abschließende Frage zu stellen. Das heißt, ich werde keine Frage stellen, sondern ich werde Sie bitten, einen Satz zu vervollständigen. Herr Lauterbach, Arbeit in 20 Jahren bedeutet für mich? Dass ich dann auch immer für die SPD eintreten werde und ich hoffe, dass wir bis dahin die Bürgerversicherung umgesetzt haben. Andrea Nahles, für das Berufsleben meines Kindes wünsche ich mir, ja, dass sie viele Wahlmöglichkeiten hat, vor allem, weil sie ein kleines Mädchen ist. Und ich hoffe, dass sie sich nicht für eine der klassischen Ausbildungen entscheidet, die nur Mädchen machen,
sondern, und ich bin auch schon vorangekommen, sie will nämlich Fußballerin werden. Herzlichen Dank. Wofür sie Talent hat übrigens, so wie ich sie beobachtet habe. Ja, das stimmt. Lars Klingbeil, ein Leben ohne Arbeit wäre für mich? Sinnfrei. Nein, ich glaube, also das war bei uns schon auch eine Debatte, bedingungsloses Grundeinkommen. Und wir haben schon gesagt, Arbeit ist sinnstiftend und gehört für uns ganz zentral auch dazu. Und deswegen, ich kann mir kein Leben ohne Arbeit vorstellen. Danke. Das letzte Wort hat natürlich auch die Leiterin, die Mitleiterin der Programmkommission und natürlich auch die überzeugte Europäerin, Katharina Barley. Ihr Vater ist Brite. Arbeit funktioniert auch nur innerhalb Europas, oder? Arbeit funktioniert in weiten Teilen nur noch innerhalb Europas. Wir sind auf Europa angewiesen. Mir blutet immer noch das Herz, wie ihr euch alle vorstellen könnt. Ich komme mir so ein bisschen amputiert vor. Aber ich bin nach wie vor eine glühende Europäerin. Und alleine, wenn man schon sieht, in der Ausbildung, im Studium, in der Mobilität unserer jungen Menschen, dann liegt unsere Zukunft in Europa nicht umsonst. Sigmar Gabriel hat es gesagt, haben 75% der Menschen, der jungen Menschen in Großbritannien auch für Europa gestimmt. Also ja, unsere Zukunft, auch der Arbeit, liegt in Europa. Vielen Dank. Ja, dann darf ich mich ganz herzlich bei Nana Brink und auch bei den anderen Moderatorinnen und Moderatoren bedanken, die Workshops geleitet haben. Wie gesagt, das war unsere erste Programmkonferenz. Es ist Work in Progress, wie man Neudeutsch so schön sagt. Mal gucken, was wir für die nächste Programmkonferenz optimieren werden. Am 2. Juli in Berlin, Thema Europa. Spannender könnte es im Moment nicht sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und ich meine das ganz, ganz ernst. Es ist nicht selbstverständlich, dass man seinen Samstag dafür aufwendet, hierher zu kommen und um mit uns zu diskutieren. Zum Teil von ganz, ganz weit her. Ich weiß, auch aus Rheinland-Pfalz sind ganz viele gekommen. Aber nicht nur. Ich danke euch. Ich hoffe, dass ihr alle auch eure Erwartungen erfüllt seht und dass wir uns bald wiedersehen. Vielen, vielen Dank und eine gute Rückreise. Applaus